So, eine Runde mit dem Zug gefahren. Hin zur Raumstation. Wir hoffen mal, dass Saren noch da ist. Ist er. Setzt die Ladungen. Zerstört die ganze Kolonie. Hinterlasst keine Spur, dass wir hier waren. Und Saren ist derjenige, der die Geth anweist. Weiter geht's. Die Sache mit dieser deutschen und englischen Aussprache. Sprengladung. Die Geth müssen sie angebracht haben. Tempo, Tempo. Wir müssen alle finden und deaktivieren. Ja, machen wir ja jetzt auch sofort. Die Sache mit der deutschen und englischen Sprachausgabe ist, eigentlich bin ich mehr für die deutsche Sprache, sprachliche Variante dabei, was die Namen angeht, die Aussprache. Aber bei den Geth und Geth, da gefällt mir Geth einfach besser. So, kurze Distanz sprinten, ja, ist halt so eine Sache. Es ist wirklich nur sehr kurz, die Distanz, die man hat. Oh, 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 oh. Den Kollegen sollten wir mal ein bisschen schneller aus dem Verkehr ziehen. Und ich habe gerade das Problem, dass ich absolut ungeschützt bin. Weshalb wir auch sofort sterben. Haben wir aber mal gesehen, wir müssen in Deckung gehen. Zumindest jetzt noch. Und wenn wir drauf gehen, dann ist es vorbei. Letzten Spielstand wiederherstellen. Und weiter geht's. Sprengladung! Die Geth müssen sie angebracht haben. Tempo, okay. Tempo! Wir müssen alle finden und deaktivieren! Hat er jetzt nicht das Schnellspeichern geladen, sondern den automatischen Speicherpunkt? Ist mir auch recht. Und diesmal gehen wir ein bisschen behutsamer dabei vor, wenn wir hier voranstürmen. Insofern man das Stürmen nennen kann, denn wir sind ja wirklich nur langsam unterwegs. So, erstmal den aus dem Verkehr gezogen. Diesmal nehmen wir gleich die Brücke hier, ist vielleicht besser. Ich hoffe mal, wir werden von hinten gedeckt von Ashley und Kaidan, auch wenn Kaidan gleich schon wieder platt ist. So, auf dem Radar sehe ich noch einen gerade. Aber irgendwie... Ne, jetzt ist es zwei. Den erreichen wir nicht richtig. Ich gehe mal hier in Deckung und mache erledigen Sie sie! Von hier nicht aus. Commander. Ich will auch nicht mit dir reden, ich will das scheiß Ding entschärfen, Mann. Ihr dürftet auch schießen, das wäre schön. So, ist nur noch eine Bombe. Wir haben noch 4 Minuten Zeit, also das wird locker reichen. Erstmal den hier vorn. Jetzt ist er auch Geschichte. Wir stoßen vor. Und ja, ich könnte auch die Leute anweisen. Ich weiß nicht, irgendwie neige ich gar nicht so sehr dazu. Na, ich könnte jetzt Erste Hilfe einsetzen. Müssen wir gar nicht machen. Wir haben ja unsere Gesundheitsregeneration. Und wir sehen, Ashley ist gerade gefallen. Irgendwo ist auch offenbar noch ein Gegner. Ach. Nehmen wir doch den. So, und hier hinten müsste dann hoffentlich auch irgendwo mal die letzte Bombe sein. So, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Wir können natürlich auch mal... Ashley ist jetzt links, aber einmal ist ein bisschen merkwürdig. Wir können natürlich auch einmal hier keine Fähigkeiten einsetzen, zum Beispiel das Werfen wieder. Dann stoßen wir einfach mal vor. Nehmen uns den übergebliebenen Herrn hier vor. Oh, wir haben von hinten jemanden. Gar nicht mitgekriegt. So, da war es das auch für den. Und dann sammeln wir mal kurz eine mittelschwere Rüstung. Sehr schön, die lege ich sofort an. Schockabsorber, was? Wo kommt das denn her? Okay, soll mir recht sein. Wir schauen mal kurz mit der mittelschweren Rüstung. Die Hydra ist in allen Punkten besser. Sehr schön. Upgrade wird übertragen. Wir haben eine neue Rüstung, sehen gleich ganz anders aus. Wir können auch mal schauen, mit Helm sieht es dann so aus. Den Helm möchte ich aber nicht unbedingt aufhaben. Ich finde es schöner, wenn man den Kopf sehen kann.
So, wir haben noch ein bisschen Zeit. Das heißt, wir können noch kurz hier dechiffrieren und ein bisschen rumspielen. Dafür reicht es dann doch noch. So, auch das geschafft. Schrotflinte, Skimitar 2. Das könnte interessant sein. Und Fusionssprengsatz 1. Gehen wir gleich nochmal rein. Damit müssen wir leben, dass das jetzt immer wieder sein wird, dass wir hier ein bisschen hin und her schauen müssen. Präzision noch ein bisschen runter, aber der Schaden, wir gehen hoch. Okay. Ich hätte gern ein neues Sturmgewehr, das wäre schön. Sturmgewehr wäre geil. Muss ich schon mal sagen. Hier haben wir die Hammer, also das ist die, die wir sowieso schon angelegt haben. Gut, hier haben wir ja gerade ausgerüstet. Okay. Hier von ein X, das ist dieses Ding. Wir müssen erstmal die Bomben ausschalten. Ich weiß noch nicht, wo die letzte ist, muss ich zugeben. Ist sie denn hier hinten in der Ecke? Man kann es nur hoffen. Wir möchten sie so langsam dann doch mal finden. Hier ist wieder bloß was zum Dechiffrieren. Es wäre halt schön, wenn das auch angezeigt werden würde auf dem Radar, wo die Bomben sind. Hammer 2 könnten wir jetzt direkt ausrüsten. Nein, nicht. Nein, nein, das möchte ich gar nicht. Okay. Dann müssen wir mal schauen. Ashley ist wieder dabei. Das heißt, alle Gegner sind tot in diesem Bereich. Dennoch haben wir immer noch eine Bombe nicht entschärft. Und ich glaube, bald hier gefunden werden die gar nicht sein. Sondern viel mehr noch oben. Denn alle anderen drei waren auch oben. Müssen wir mal schauen. Ja, komm, machen wir gleich noch mit auf. Banshee, Sturmgewehr. Schauen wir gleich. Behalten wir im Hinterkopf, dass hier noch... Nehmen wir diese Bombe. Dass hier noch ein Sturmgewehr reingekommen ist. Erstmal die Bombe entschärft. Alles geregelt. So, alle Ladungen entschärft. Wunderbar. Wir hatten hier noch irgendwo eine Kiste, habe ich gerade gesehen. Die wurde mir noch mit angezeigt, dass ich die öffnen soll. Ich glaube, diese hier, oder? Na, gehst du mal? Nee, wo ist denn? Irgendwo hat es mir gerade noch angezeigt, dass ich eine Kiste öffnen kann. Naja, wer weiß. Wir müssen gleich zu diesem proteanischen Sender, der ist da drüben. Aber ich will erst noch mal ganz kurz schauen, ob wir hier hinten noch irgendwas Interessantes haben. Kann ich schaden. Ja, was die ganzen Alien-Rassen angeht, ist natürlich erstmal für jemanden, der noch nie davon gehört hat, ein bisschen verwirrend. Ich kann damit natürlich schon was anfangen mittlerweile, weil ich halt alle Teile schon mal gespielt habe und diese Spielreihe sehr mag. Und wir haben schon die Turianer gesehen, haben jetzt schon zwei Vertreter der turianischen Art kennengelernt. Oh ja, die Banshee auf jeden Fall rein, viel besserer Schaden. Alles übertragen, wunderbar. Wir haben schon zwei Vertreter der turianischen Art kennengelernt, nämlich Nihilus und Saren. Und die sehen alle so aus. Und man trifft fast nur Männer an. Es gibt eine einzige turianische Frau, die man mal trifft. Und die werden wir erst im dritten Teil in einem Add-on sehen. So, ich nehme das gleich. Ich werde erstmal ganz kurz hier hinten noch schauen. Das habe ich nämlich, glaube ich, noch nicht gelehrt. Vielleicht ist es auch einfach gar nichts. Na gut, wir haben schon von Proteanern gehört. Die werden wir auch im dritten Teil, werden wir einen davon sehen, auch in einem Add-on. Denn die sind ja eigentlich vor 50.000 Jahren ausgestorben. Und von den Quarianern, das werden wir auch noch sehen. Da werden wir dann auch noch eine Vertreterin treffen, die mir sehr ans Herz gewachsen ist. Erstmal besuchen wir aber den Sender. Das ist wichtig. Normandy, der Sender ist sicher. Unfassbar. Er bietet sofortige Abholung. Tatsächliche funktionierende Proteaner-Technologie. Als er ausgegraben wurde, hat er das noch nicht gemacht. Etwas muss ihn aktiviert haben. Roger, Normandy. Ich warte. Stellt euch das mal vor, 50.000 Jahre alte Technologie, die noch funktioniert. Shepard, der Held, rettet sie, wird aber nein, selbst erwischt. Mach sie nicht an. Es ist zu gefährlich. Damit war es das für den Sender. Shepard geht's nicht gut, aber was ist mit ihm passiert?
Was hat er gerade von ihm Besitz ergriffen? Und was hat er gesehen? Saren. Wir haben das Schiff identifiziert, das auf Eden Prime gelandet ist. Es ist die Normandy, ein Allianzschiff der Menschen. Es war unter dem Kommando von Captain Anderson. Sie konnten die Kolonie retten. Und der Sender? Es kann sein, dass einer der Menschen ihn benutzt hat. Klare Ansage. Mensch, ziemlich langer Ladebildschirm. Hätte ich gar nicht gedacht. Doktor? Dr. Chuck, was? Ich glaube, dass er aufwacht. Wir haben uns schon Sorgen gemacht, Shepard. Wie fühlen Sie sich? Tja, wie fühlen wir uns? Er sieht ein bisschen geredet aus, würde ich sagen, ne? Aber fragen wir einfach mal, was passiert ist. Wie bin ich hierher gekommen? Wie lange war ich weg? Ungefähr 15 Stunden. Irgendetwas ist da unten wohl mit dem Sender geschehen. Es war mein Fehler. Ich muss eine Art Sicherheitsfeld aktiviert haben, als ich näher rangegangen bin. Und Sie haben mich dann weggestoßen. Ich bin enttäuscht von Ihnen, Williams. Sie haben die ganze Mission gefährdet. Seien Sie nicht so streng mit Ihr, Commander. Wir haben keine Ahnung, was es ausgelöst haben könnte. Und leider werden wir das auch nicht mehr herausfinden. Der Sender ist explodiert. Vielleicht eine Systemüberlast. Die Explosion hat Sie umgehauen. Der Lieutenant und ich mussten Sie zurücktragen. Wie lautet die Diagnose, Doktor? Physisch gesehen fehlt Ihnen nichts. Aber ich habe einige ungewöhnliche Hirnaktivitäten festgestellt. Abnormale Beta-Wellen. Und außerdem eine Zunahme von REM-Phasen. Normalerweise ein Zeichen intensiver Traumaktivitäten. Ich habe gesehen, wie... Ich weiß nicht genau, was ich gesehen habe. Tod. Vernichtung. Es ist alles verschwommen. Ich sollte das im Bericht erwähnen. Vielleicht... Oh, Captain Anderson! Wie geht's dem Patienten, Doktor? Alle Werte scheinen normal. Der Commander wird sich bald erholt haben. Das ist schön. Shepard, ich muss mit Ihnen sprechen. Allein. Jawohl, Captain. Sie finden mich in der Offiziersmesse, wenn Sie mich brauchen. Dieser Sender hat Sie ja ganz schön erwischt, Commander. Und es geht Ihnen wirklich gut? Ich hasse es, wenn Soldaten unter meinem Kommando sterben. Sie tragen keine Schuld an Jenkins Tod. Sie haben gute Arbeit geleistet, Shepard. Chief Williams gehört doch nicht zur Crew der Normandy. Ich dachte mir, dass wir sie gut in unserer Crew gebrauchen können. Ich habe sie auf die Normandy versetzen lassen. Ja, und wir haben ja sowieso ein Teammitglied verloren, von daher, was soll's, ne? Tja, ist das eine gute Idee oder ein Fehler? Wollen wir uns mit ihr beliebt machen, gut stellen oder nicht? Ach, weißt du, was soll's? Ich will sie nicht auf meinem Schiff haben. Hast du sowieso gerade schon angeschissen. Ich bin der Captain dieses Schiffs, Commander. Und Williams gehört jetzt zur Crew. Ende der Debatte. Der Geheimdienst hätte uns warnen müssen, Sir. Wir sind blind in unser Verderben gelaufen. Es war deren Schuld. Die Geth sind seit 200 Jahren nicht mehr aus dem Nebel aufgetaucht, Commander. Das konnte niemand ahnen. Sie wollten mich unter vier Augen sprechen, Captain? Ich werde Sie nicht anlügen, Shepard. Die Situation ist kritisch. Niles ist tot. Der Sender ist zerstört. Die Geth greifen an. Der Rat wird Antworten erwarten. Geth hätten die ganze Kolonie ausgelöscht, wenn ich sie nicht aufgehalten hätte. Ich werde für Sie und Ihren Bericht bürgen, Shepard. Meiner Meinung nach haben Sie alles richtig gemacht. Aber darum geht es jetzt nicht. Sondern um Saren, diesen anderen Turianer. Saren ist ein Spekter, einer der Besten. Eine lebende Legende. Aber wenn er mit den Geth kooperiert, ist er außer Kontrolle geraten. Und ein Spekter außer Kontrolle bedeutet Ärger. Saren ist gefährlich und er hasst die Menschen.
Er ist nicht nach Eden Prime gekommen, weil er die Menschen hasst. Das stimmt. Offensichtlich scheint Zaren mit den G zu kooperieren. Ich habe keine Ahnung wie oder warum. Aber es hat ganz sicher etwas mit diesem Sender zu tun. Sie waren da, kurz bevor der Sender sich selbst vernichtet hat. Haben Sie irgendetwas gesehen? Irgendeinen Hinweis darauf, was Zaren gesucht hat? Kurz bevor ich ohnmächtig wurde, hatte ich eine Vision. Eine Vision? Was für eine Vision? Künstliche Wesen. Vielleicht geht. Sie haben die Menschen abgeschlachtet. Sie haben niemanden verschont. Wir müssen dem Rat davon erzählen, Shepard. Was sollen wir ihnen sagen? Dass ich schlecht geträumt habe? Wir wissen nicht, welche Informationen im Sender abgespeichert waren. Vielleicht etwas über proteanische Technologie, vielleicht Pläne von früheren Massenvernichtungswaffen. Was immer da drin war, jetzt hat es Zaren. Aber ich kenne Zaren, seinen Ruf und seine Ansichten. Er hält die Menschheit für einen Schandfleck der Galaxie. Dieser Angriff war ein Kriegsakt. Er verfügt jetzt über die Geheimnisse des Senders und über eine ganze Armee der Geht. Und er wird nicht aufhören, bis er die gesamte Menschheit ausgelöscht hat. Ich werde einen Weg finden, ihn aufzuhalten. Das wird nicht ganz einfach sein. Er ist ein Spectre. Er kann überall hingehen und machen, was er will. Deswegen müssen wir den Rat auf unsere Seite bringen. Die Frage ist, haben Spectres auch die Erlaubnis, andere Spectres zu töten? Das ist natürlich so ein bisschen kritisch, ne? Selbst wenn sie die Erlaubnis haben, alles zu tun, zählt das da auch mit rein? Wir werden beweisen, dass Zaren außer Kontrolle ist. Dann wird ihm der Rat seinen Status als Spectre entziehen. Ich werde den Botschafter kontaktieren und versuchen, eine Anhörung vor dem Rat zu arrangieren. Wir sollten ihn sofort nach Ankunft in der Zitadelle aufsuchen. Wir sind bald da. Gehen Sie hoch zur Brücke und sagen Sie Joker, dass er uns ins Dock bringen soll. So, sind wir auch mal wieder dran. Tja, also wir haben schon mitgekriegt, der proteanische Sender ist nicht etwa eine Sendevorrichtung im Sinne von Funkwellenübertragung oder ähnlichem Kram, sondern es geht dabei um das Senden von Informationen, und zwar in den Geist hinein. Es ist nämlich eine Abspeicherung von Informationen, von Erinnerungen, was auch immer gewesen. Und die proteanische Technologie ist nicht so auf Technik basierend, sondern es ist vielmehr Geistestechnologie, wenn man so will. Ja, Shepard hat also eine Vision erlebt und er ist der Einzige, der irgendwas davon gesehen hat, was dort passiert ist. Ashley, was ist denn? Schön zu sehen, dass es Ihnen gut geht, Commander. Nachdem, was mit Jenkins passiert ist, kann die Crew ein paar gute Neuigkeiten vertragen. Jenkins war ein guter Kamerad und ein wichtiges Crewmitglied. Ich fühle mich fast ein bisschen schuldig dabei. Wenn Jenkins noch am Leben wäre, wäre ich nicht hier. Hat sich verdient, ich weiß es nicht. Sie sind eine Bereicherung für die Crew, Williams. Ich bin froh, Sie an Bord der Normandy zu haben. Danke, Commander. Ich weiß das zu würdigen. Ach, so Doppelgang, so doppelzüngig, ne? Zum einen sagen wir, nein, ich will Sie nicht auf dem Schiff haben. Und zum anderen, ach, du bist eine Bereicherung für unsere Crew. Es ging ganz schön zur Sache da unten. Werden Sie klarkommen? Ich habe schon öfter Kameraden sterben sehen. Ich bin nun mal bei den Marines. Aber jetzt wurde meine ganze Einheit ausgelöscht. Ich werde mich nie daran gewöhnen können, tote Zivilisten zu sehen. Aber es wäre viel übler geworden, wenn sie nicht aufgetaucht wären. Tote Marines, tote Kolonisten. Und wir haben noch nicht einmal diesen Sender. Sie haben eine Menge Leben gerettet, Commander. Jenkins konnten sie nicht mehr helfen. Aber vielen anderen. Schade, dass er das nicht noch dazu gesagt hat, ne? Wegen dir haben wir den Sender nicht, ansonsten hätten wir ihn retten können. Gut, wir hätten vielen anderen helfen können, oder haben vielen anderen geholfen. Ja gut, so ein paar waren zumindest dabei, ne, denen wir geholfen haben. Ich brauche niemanden, um mich auszuweinen, Williams. Konzentrieren Sie sich auf Ihren Job. Verstanden, Sir. Zack, eins in die Fresse. Wir sind Soldaten, benehmen Sie sich auch so. Bitte, Commander, was kann ich für Sie tun? Wie sind Sie an Bord eines Schiffes der Allianz geraten? Ich habe mich gleich nach dem Studium dafür eingetragen. Die Erde schien mir einfach zu langweilig und vielleicht zu sicher. Diese Kolonien hatten für mich immer etwas Exotisches. Ich wollte reisen und die Sterne sehen und den Soldaten mit ihren Wunden an Leib und Seele helfen. Allerdings ist das Militärleben nicht so romantisch, wie ich es mir vorgestellt hatte. Aber die Menschheit ist auf die Allianz angewiesen, wenn wir über die Traverse hinaussiedeln wollen.
Und die Allianz braucht immer fähige Ärzte. Also blieb ich und machte meinen Job. Haben Sie schon einmal an Ihrer Entscheidung gezweifelt? Manchmal überlege ich, eine private Praxis auf der Erde aufzumachen oder eine Stelle in einem neuen Medicenter auf den Kolonien anzunehmen. Aber die Arbeit mit Soldaten ist etwas Besonderes. Wenn ich die Allianz jetzt verlassen würde, käme ich mir vor wie eine Deserteurin. Was wissen Sie über Captain Anderson? Wir haben schon auf einigen Missionen zusammengearbeitet. Er weiß, wann er entspannt bleiben kann und wann er streng sein muss. Die Crew weiß, wie erfahren er ist. Die Leute vertrauen ihm und er kümmert sich persönlich um die Leute unter seinem Kommando. Wie gut kennen Sie den Lieutenant? Vor dieser Mission habe ich nie mit ihm zusammengearbeitet, aber seine Akte ist sehr beeindruckend. Über ein Dutzend Auszeichnungen. Er ist allerdings ein wenig verschlossen. Das könnte auch an den Kopfschmerzen liegen. Er hat es nicht leicht als L2. Wo ist da der Zusammenhang? Für die meisten biotischen Anwendungen werden jetzt L3-Implantate verwendet. Lieutenant Alenko bekam noch die alte L2-Konfiguration. Dabei kann es Komplikationen geben. Was für Komplikationen meinen Sie? Schwere Mentalprobleme, Wahnsinn, unerträgliche Schmerzen. Es gibt eine lange Liste grauenvoller Nebenwirkungen. Kaidan hat Glück gehabt. Er leidet nur unter Migräne. Ich muss jetzt gehen. Auf Wiedersehen, Commander. So, wir haben ja schon gehört, die Biotik, das ist ja eine Art, sagen wir mal, Magie. Eigentlich ist es ja so eine Art Telekinese und alles, was so in diese Richtung geht. Und das wird nicht etwa, also natürlich auch durch Begabung mit erzielt, dass man darin gut ist, aber vor allem auch durch Implantate. Und diese Implantate haben eben teilweise Nebenwirkungen gehabt am Anfang der ersten Generation. So ist das eben. Gut zu sehen, dass sie in Ordnung sind, Commander. Gut zu sehen, dass sie in Ordnung sind, Commander. Okay, wir haben mit ihm gar nichts zu sprechen. Dann würde ich sagen, beende ich an dieser Stelle erstmal die erste Aufnahmesession. Ich hoffe, ihr habt auch Spaß dran, Mass Effect zu sehen. Ich habe unglaublich Spaß daran, es nochmal zu spielen. Und beim nächsten Mal geht es dann auf die Citadel und dann tragen wir dem Rat vor, was denn da auf Eden Prime passiert ist. Wir sehen uns dann. Gehabt euch wohl und tschüss.